Kultur, Sonntag, 18. Mai 2014. Wir sind hier im Paradies und das reicht oder auch dem Fried reicht in Köln am Eifelwall Nummer 5. Mein Name ist Ketan und ich habe die Freude und Ehre, heute am Kultursonntag mit euch zusammen und mit der Kamera zusammen einen Performance-Spaziergang durchs Gelände zu machen und hiermit offiziell das Gelände Eifelwall für das Publikum, das interessierte Kulturpublikum, freizugeben. Hey, hey. So. Dankeschön. Der erste Akt, zu dem wir nun schreiten werden, ist eine Maßnahme, Maßnahme, die ich gleich an der nächsten Station erklären werde. Es geht um die Rückgängigmachung eines Baustoppverfahrens des Kölner Bauaufsichtsamtes. Wenn ihr mir also bitte folgen mögt. André, wie schön! So. Ja. Die Bemühungen kultureller Art hier auf diesem städtischen Grundstück dauern nun schon 8,5 Jahre, also im 9. Jahr. Es geht hier um einen grundsätzlichen Rückführungsversuch des Kulturbegriffes. Kultur bedeutet vom Ursprung her das, was wir pflegen, und bezog sich eben auch auf den Grund schon immer, nämlich auf unseren Erdboden. Also die respektvolle Pflege der Erde, die uns hält und die uns ernährt. In der heutigen Zeit ist der Kulturbegriff da etwas verändert worden. Heute sprechen wir unter anderem auch von Verkehrskultur. Ne, da geht es dann darum, das Auto zu pflegen. Das hat nicht unbedingt mehr etwas damit zu tun, die Erde zu pflegen. So, wir stehen jetzt hier vor dem Langhaus der Lebenskunst. Das Langhaus ist eine Architekturtype, die in allen Erdteilen der Welt von Gemeinschaften, also von Menschen, die in stammesähnlichen Verbänden leben. Da geht es darum, ein Dach, also einen Witterungsschutz zu bauen, wo die gesamte Familie oder Großfamilie für alle ihre Tätigkeiten ein gemeinsames Dach findet. So, dieser Bau ist in der Geschichte dieses Platzes hier eine Art Wiederaufbau. Es gab schon mal ein ähnliches Haus in einer etwas kleineren Variation. Dieser Bau wurde vor etwa einem Jahr begonnen und vor circa, ich weiß gar nicht mehr genau, vor circa 2-3 Monaten kam das Kölner Bauaufsichtsamt und hat uns dieses Dokument an die Tür geheftet mit entsprechenden Siegeln. Dieses Dokument hier nennt sich also oben Ordnungsverfügung und ist quasi unterschrieben von der Stadt Köln im Namen des Oberbürgermeisters. Wenn ich also jetzt hier über an euch und auch an die Kamera das Wort errichte, möchte ich kurz auch mal die Adressaten nennen, an die ich mich insgesamt mit diesen Worten richten möchte. Das ist im Prinzip die ganze Stadt Köln, aber natürlich namentlich auch ganz besonders der Oberbürgermeister oder auch die Oberbürgermeister. Ich sagte ja eben schon, ich bin seit fast 9 Jahren hier zugange. Der Oberbürgermeister hat in der Zwischenzeit gewechselt. Früher war es der Herr Schrammer, nun ist es der Herr Rothers. Mit beiden Oberbürgermeistern habe ich sehr große Anstrengungen unternommen, um mit ihnen auf Augenhöhe über diesen kreativen und kulturellen Ansatz ins Gespräch zu kommen. Und beide Oberbürgermeister haben zwar in der Öffentlichkeit immer betont, sie stünden zum Gespräch bereit, haben es aber nie wahrgemacht. Das heißt also, mir ist bisher diese Möglichkeit, ernst genommen zu werden, in dieser Stadt nicht gegeben worden. Stattdessen aber bekomme ich immer wieder von verschiedensten Ämtern
irgendwelche, ne, also so, sagen wir mal, das sind ja nicht wirklich Kommunikationsvorgänge. Natürlich ist es eine Art der Kommunikation, aber es ist keine Kommunikation von Gleichen. Ja? Also hier ist es jetzt das Bauaufsichtsamt der Stadt Köln, das hier ganz groß und in orange-rot uns mitteilt, diese Baustelle ist ordnungsbehördlich stillgelegt. Auf dieser Baustelle dürfen keine Bauarbeiten durchgeführt werden. Diese Verfügung ist Kraft meiner Anordnung sofort vollziehbar. Zuwiderhandlungen werden vom Amte wegen verfolgt. Jetzt steht in dem Kleingedruckten auch noch eine mögliche Geldbuße in Höhe von bis zu 250.000 Euro. So, ich darf jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Das Kölner Bauaufsichtsamt ist ja die Stelle, die dafür zu sorgen hat, dass die Bauprozesse in dieser Stadt ohne Verletzungen und ohne Schäden vor sich gehen. Vor 5 Jahren etwa ist in Köln das Archiv eingestürzt, und zwar in die U-Bahn-Baustelle. Und dort sind unter anderem 2 Menschen direkt und in der Folge noch eine 3. Person sogar ums Leben gekommen. Und es ist, wie ich gerade noch mal nachgelesen habe, das größte historische Archiv nördlich der Alpen, also ungefähr 1000 Jahre dokumentierte Geschichte, sind den Bach runtergegangen. Damals war es so, dass die Menschen, die in dem Archiv gearbeitet haben, die verschiedenen Bauaufsichtsbehörden der Stadt alarmiert haben, und zwar über Wochen und Monate, und es gab keine Intervention. Wenn wir also jetzt mal diese Verhältnismäßigkeit beachten, dass also dort die Bauaufsicht gerufen wird und nichts unternimmt, sozusagen also sehenden Auges eine Riesenkatastrophe stattfindet und hier ein Bau, der im Prinzip nicht mal ein Bau ist, sondern von vornherein angekündigt ein sogenannter fliegender Bau ist, der nicht am Grund fest ist und der außer aus Balken und Nägeln keine großartige Baugeschichte darstellt, hier wird interveniert. So. Jetzt kurz zu meiner persönlichen Geschichte. Ich gehöre zu den sogenannten Alternativen, und zwar schon ziemlich lange. Also ich kann sagen, also in dieser Berufung bin ich jetzt mit 35 Jahre unterwegs. Ich kann feststellen, die Lobby der Alternative ist geringst. Ne? Und wir bekommen seit den 70er Jahren eigentlich immer wieder nur massiven Widerstand entgegengesetzt. In den 70er Jahren, möchte ich daran erinnern, war es vor allen Dingen die RAF, also die radikale Fraktion, die allen Alternativen in Deutschland oder wahrscheinlich auch europaweit das Leben schwer gemacht hat, ne? Sozusagen, weil irgendwo diese Übertragung, ne, stattgefunden hat, die Friedensbewegung. Und auch alle alternativen Bemühungen wurden damals von den Ordnungsbehörden, ne, in den Fokus genommen und immer sozusagen mit einer Art Anfangsverdacht versehen. Ja? Auch heute kann man sagen, geht es den Alternativen nicht besser. Auf allen Ebenen, auch in der Universität zum Beispiel, werden bis heute alternative Ansätze in den verschiedenen Fakultäten nicht wirklich gewürdigt, sondern eher außen vorgeklammert. Da wir aber alle wissen, dass die Weltsituation, ne, sich in keiner Weise verbessert hat, sondern alle Prozesse, die eben gegen eine echte Kultur angelegt sind, also die Kultur des Konsums, des Verbrauchens, des Verkehrens, ne, so bis heute ungebremst, ne, weiter Welt vernichtet und Lebensräume ungenießbar macht, sehe ich mich gezwungen, hier an diesem heutigen Tage als Kulturhandlung, an diesem Kultursonntag Köln, hier ebenso eigenmächtig wie das Kölner Bauaufsichtsamt einzuschreiten und das Siegel zu lösen von dieser Ordnungsverfügung. Das ist ganz schön fest hier. Ja, das ist auch angenagelt. Und da sich der Baustoff auch nicht nur auf diese Baustelle hier bezieht, sondern auf unsere gesamte Bauleistung hier in diesem späteren inneren Grüngürtel, nehme ich nun diese Verfügung nach vorne und werde sie dort weiter behandeln. Bis hierhin, das war es an dieser Stelle. Hiermit ist diese Baustelle wieder freigegeben. Au. Ähnliche Frage.
Farbe hier. Ja. Da möchte ich kurz noch eine Geschichte zwischenfügen, die mir passiert ist. Ich war mit diesem Wagen von 1981 bis 1994 in Deutschland unterwegs und bin 1994 mit diesem Wagen zurückgekehrt in meine Heimatstadt, was Köln ist. In den ersten zwei Jahren meiner Anwesenheit mit diesem Wagen, der aus der alten Zigeunerkultur stammt und ein zulassungsfreies, ungefähr 100 Jahre altes Fahrgestell, zulassungsfreier Anhänger ist, ist mir von der Stadt Köln dreimal in der gleichen Farbe wie dieser ein Aufkleber auf diese Bleiverglasungen aufgebracht worden, wo das Ordnungsamt der Stadt Köln erklärt hat, dass dieses Fahrzeug unter das Abfallwirtschaftsgesetz fällt und nach Paragraph, ich weiß ihn nicht mehr, also fällt dieser Wagen unter das Abfallwirtschaftsgesetz und muss entsorgt werden. Also diese dreimaligen Attacken innerhalb von zwei Jahren haben meine Rückkehr in diese Stadt mit einem voll funktionsfähigen Wagen, in dem ich also mein Dach hatte und aber auch meine Werkstatt für Kunstglaserei betrieben habe. Das kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass das also Startbedingungen der schlechtesten Art sind, ne? Wenn man also sozusagen von jetzt auf gleich von einer Behörde erklärt bekommt, das wäre alles illegal. Damals hat erst beim dritten Mal die Intervention der Soko Express, es gibt da so eine Sonderkommission, so fahrende Ritter bei den Journalisten beim Express, die man also anrufen kann, wenn man nicht mehr weiter weiß, da hat interessanterweise deren Anruf beim Kölner Ordnungsamt, beim Leiter des Kölner Ordnungsamtes, hat ergeben, dass also das Recht vollständig auf meiner Seite ist. Ja? Während allerdings vorher, solange ich diese Macht der Presse nicht auf meine Seite ziehen konnte, ich also keine Chance hatte und also ganz schwer in Bedrängnis gekommen bin und den Wagen sogar für anderthalb Jahre ins Asyl zu Freunden aufs Land geschickt habe. Damals war ich nicht so ganz frei in meinen Entscheidungen, weil ich war gerade Vater geworden und war auch sehr entschieden, mich um Frau und Kind zu kümmern. Deswegen war also diese Belastung, mich gleichzeitig mit den Ordnungsbehörden auseinandersetzen, einfach zu viel. So, das wollte ich nochmal dazwischen fügen. Und jetzt gehen wir mit der Ordnungsverfügung nach vorne. Wir waren gerade in der letzten Woche, waren der Wolfgang und ich waren auf einer Veranstaltung, die hier, wir haben ja nächste Woche auch die Wahlen hier in Köln. Da gab es eine Veranstaltung im Kölner Kunstverein zum Thema der Wert der Kultur. Es war sehr interessant. Es saßen fünf Politiker oben, zwei Moderatoren und es ging eine Stunde lang nicht um den Wert der Kultur. Es ging nicht um die Kulturfrage, sondern es ging ausschließlich um die Zuteilung oder Nichtzuteilung von Geld. Also es wurde gesprochen über den Wert von Geld, aber nicht über den Wert der Kultur. Dieses Gelände, das wir jetzt hier in 8,5 Jahren freigeschafft haben aus einem öffentlichen vermüllten Prozess, ist erklärtermaßen von Anfang an genau dazu da, diese Fragen unserer Kultur, dieser Frage nachzugehen. Und es soll dafür da sein, alle Formen der freien, der liebenden, der liebevollen Kultur einen Raum zu geben. So, diesen goldenen Nagel werde ich nun feierlich zusammen mit dieser ordnungsbehördlichen Baustoppverfügung auf dem Plan, Übersichtsplan des Geländes mit seiner Echtvergoldung in die Zahl 250.000 Euro einschlagen. Oh. Dieser Übersichtsplan zeigt das Gelände Luxemburger Straße, Eifelwall, und zwar von der Luxemburger Straße bis zu den Bahndämmen. Dieses Gelände steht seit 30 Jahren brach. Seit 30 Jahren hat diese Stadt dieses Gelände keiner würdigen Nutzung zugefügt und in den 30 Jahren ist dieses Gelände eigentlich nur verkommen. So, dieses Gelände ist ausgerechnet ausgesucht worden, dem neuen Stadtarchiv den Raum zu geben. So, die Neubauplanungen des Stadtarchivs stocken bisher und sind noch in keiner entscheidenden Phase angekommen.
Wir haben uns hier auf diesem Gelände all die Jahre sehr viele Gedanken gemacht über die Frage der Weiterentwicklung, die hier möglich sind. Und ich halte dieses Gelände und die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Geländes für die Stadt Köln für absolut kulturelles Gold. Und darüber, das sehe ich als die Aufgabe auch an, darüber zu arbeiten, öffentlich zu arbeiten und öffentlich darzustellen, warum diese Veränderungsfläche, die Anbindung an den nicht fertiggestellten inneren Grüngürtel darstellt, warum diese Landschaftsveränderung hier so wesentlich ist für die gesamte Stadt Köln, das wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten hier herausarbeiten und der Stadt präsentieren. So, damit noch ein Stempel. Der Schmerzpartikel, Scherzartikel, Paradiesstempel und der erste Teil der Performance ist damit. Yeah! Jetzt lade ich euch ein, mit mir hinter die Eiche zu gehen, um dort das Anliegen noch etwas tiefer zu legen. Bitte folgt mir. Diese Eiche ist etwa zu der Zeit gepflanzt worden, als Konrad Adenauer hier in Köln die Grüngürtel angelegt hat und die Stadt umgerüstet hat und die ganzen Kriegsanlagen, Militäranlagen in Blumengärten verwandeln wollte. Der Zweite Weltkrieg hat dieser Vollendung der Grüngürtel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Rat der Stadt Köln hat vor einigen Jahren beschlossen, diesen Grüngürtel zu vollenden. Wobei allerdings, sagen wir mal, von der Tatkraft her da noch nicht wesentlich etwas passiert ist. Wir befinden uns genau an dieser Anbindungsstelle des inneren Grüngürtels. Und der Archiveinbruch vor 5 Jahren hat merkwürdigerweise hervorgebracht, dass es innerhalb kürzester Zeit, also noch bevor überhaupt ein Jahr vergangen war, einen Neubaubeschluss gab, der ausgerechnet diesen inneren Grüngürtel sich ausgesucht hat, um dort das Archiv neu zu bauen. Nach den ersten beschlossenen Plänen dieses Archivneubaus wäre diese Eiche schon gar nicht mehr da. Der Bürgermeister wollte eigentlich in 5 Monaten den Schlüssel des neuen Archivs übergeben. Wenn das alles so geworden wäre, wäre also diese Eiche schon weg und wir hätten also ungefähr bis hier einen 150 Meter langen Betonkasten, wo dieses Archiv dann schon in 5 Monaten hätte eigentlich wieder anfangen sollen zu arbeiten. So, hier haben wir einen 2,5 Tonnen Granitblock, der von mir umgearbeitet wurde und nun heißt Stein im Weg. Der ist ein mobiler Stein, der in der Stadt eingesetzt werden kann, um sozusagen ein öffentliches Halt zu postulieren. Also Vorschlag zum Beispiel, jemand kommt auf die Idee, der Kölner Dom muss abgerissen werden. Ne? Dann könnte man also, wenn es Leute gibt, die dagegen sind, kann man diesen Stein beauftragen, den vor den Dom stellen und sagen, halt, Moment, bevor er den abreißt, lass uns nochmal drüber reden. Das Gleiche gilt hier für diese Eiche, deswegen steht er hier. Dieser Stein wird in absehbarer Zeit, wenn wir unsere Kräfte dafür ausreichen, von diesem Wagen vor der Eiche aufgestellt und als Speaker Stone, ne, wird er sozusagen der Einlader sein, hier eine Stadtkonferenz zu veranstalten, um über die Frage des Archivneubaus, des Gerichtsneubaus und der Vollendung des inneren Grüngürtels hier alle Beteiligten zusammenzubringen. Es ist ja ein Phänomen, dass eine Stadt ein solches Gebäude neu planen will, einen Grüngürtel neu planen will und hier noch nicht einmal ein Oberbürgermeister überhaupt ein Auge drauf geworfen hat. Geschweige denn, dass die Archivchefin sich mal als die eigentlich historienbewusst sein müsste, sich dafür interessiert hätte, in welchen geschichtlichen und räumlichen Kontext ihr neues Archiv gebaut wird. Also wenigstens die hätte ich erwartet, dass die sich in 5 Jahren wenigstens einmal an den Ort begibt, wo dieses Archiv neu gebaut werden soll. Das ist alles nicht passiert. So, also wir haben hier den Stein im Weg und den entsprechenden Schlüssel dazu. Und ich möchte jetzt gerade mal eine
vielleicht nicht ganz vollständige Liste derer, der Stadt, der Stadtgestalter, die ich für sehr wesentlich halte, dass die hier mal zu einer Konferenz zusammenfinden. Wir haben natürlich den Oberbürgermeister, dann alle Fraktionen des Rates der Stadt Köln, die ja die entsprechenden Beschlüsse gefasst hat, den Baudezernenten Heuing, die Kulturdezernentin, die Gebäudewirtschaft als Eigner dieses Geländes. Dazu halte ich für sehr wichtig die Industrie- und Handelskammer und mit Schwerpunkt der Kölner Bauwirtschaft, denn ich glaube, es ist ein sehr wesentliches Ding, dass wenn die Stadt einen solchen großen Landschaftsumbau plant, dass die Bauwirtschaft da mit all ihren Materialprozessen mit eingebunden wird. Die Handwerkskammer mit ihren Gewerken, ne, von Holzbearbeitung, Steinbearbeitung und so weiter. Dann aber auch ganz wichtig müssen mit im Boot sein für diese Konferenz die Nachbarn. Da haben wir also einmal die Kölner Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht, den ADAC im Hintergrund, die Universität, ganz, ganz wesentlich. Und auch hier auf der anderen Seite in der Volksgartennähe die Waldorfschule, die dort einen Neubau plant. Dass man also sozusagen die wesentlichen Nachbarn dringend und intensiv mit einbindet. Gedeckt sehe ich und uns hier in unseren Bemühungen diese Landschaft, die sowieso nicht bebaut werden soll, sondern per Beschluss sowieso Grüngürtel werden soll, erstens vom schon erstellten Masterplan, der die Vollendung des Grüngürtels für die absolute Priorität für die Stadt Köln, die Weiterentwicklung der Stadt Köln hält, den Kulturentwicklungsplan, die Kölner Grünstiftung, die auch diese Dinge erkannt hat, und die Bemühungen der Stadt Köln, einen grünen Masterplan aufzustellen. Entsprechend ist natürlich auch wesentlich die Einbindung des Grünflächenamtes der Stadt Köln. Weiter ins Boot zu holen ist außerdem das Haus der Architektur, also die Architektenkammer der Stadt. Und wen ich auch wichtig halte, wäre für die Entwicklung dieses Geländes natürlich die Kölner Medien. Also ganz vorne der WDR, aber natürlich auch zu versuchen, ne, den Ausrichter des heutigen Kultursonntages, den Kölner Stadtanzeiger oder das Medienhaus Dumont. So. Ja. Das ist im Prinzip, also die Bezirksvertretungen, ne, wir besitzen hier auch noch auf so einem Dreiländereck, das ist auch noch zu bemerken. Wichtig sind natürlich die Bezirksvertretungen auch. Und da haben wir eben hier drei Bezirksvertretungen, deren Grenzen sich hier küssen. Das ist einmal die Bezirksvertretung Rodenkirchen, die Bezirksvertretung Sülz und die Bezirksvertretung Innenstadt. Wen ich auch noch mit als sehr wichtigen Kommunikationspartner sehe, das sind alle initiativen Kräfte in dieser Stadt. Also diese ganzen, wir haben ja eine unendliche Anzahl von Bürgerinitiativen, die sich mit dem Klimafrage, mit den Verkehrsfragen, mit den Grünfragen, mit den kreativen und Kulturfragen beschäftigen. Auch für und gerade für diese Initiativen ist diese Frage, die ja, sagen wir mal, auch einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren betrifft, die Umwandlung eines so großen innerstädtischen Geländes, ein hochinteressantes Realisationsgrund, also wo sozusagen die Träume, die wir in die Zukunft haben, über eine gewandelte Welt oder sich wieder wandelnde Welt, natürlich eben eine Möglichkeit haben, sich auch abzubilden. Und dann möchte ich jetzt noch einen kurzen Hinweis geben auf unser nun folgendes Programm. Wir haben ja heute den Kultursonntag. Und ab morgen beginnen wir hier in Kooperation mit der Gruppe Futur 3 einen etwa zweimonatigen Prozess, der im Prinzip nahtlos an das anschließt, was wir jetzt hier vorgestellt haben. Unser Thema der nächsten anderthalb, zwei Monate wird lauten: Zum goldenen Leben. Und ja, ich kann nur sagen, also ich und ich denke auch wir alle sind sehr froh über das, was wir da zusammen entwickeln. Ja. Jetzt wünsche ich noch einen wunderschönen Tag hier auf dem Eifelwallgelände und angeregte Gespräche und bis bald.
Ciao.